Theoretisch sollte ich gar nicht hier sein. Und ihr übrigens auch nicht. Und auch die Erde, die Sonne, die Milchstraße und alles andere, was wir hier gerade sehen, auch nicht. Aber wir sind ja hier. Und das ist eines der größten Mysterien der Physik. Das Problem ist die Antimaterie. Laut Albert Einsteins Relativitätstheorie lassen sich Masse und Energie ineinander umwandeln. Und beim Urknall ist sehr viel Energie in sehr viel Masse umgewandelt worden. Der Vorgang nennt sich Paarbildung, denn es entsteht dabei für jedes Teilchen Materie auch ein Teilchen Antimaterie. Beim Urknall entstand also nach unserem Wissensstand gleich viel Materie und Antimaterie. Das Ding ist nur, wenn sich Materie und Antimaterie treffen, dann wandeln sie sich sofort wieder in reine Energie um. Das nennt sich Annihilation. Direkt nach dem Urknall hätte sich also eigentlich jegliche Materie gleich wieder mit Antimaterie annihilieren müssen. Aber wir sind hier. Es gibt Materie und von Antimaterie fehlt jede Spur. Wo ist also der Fehler? Bevor es losgeht, möchte ich euch noch die Naturschutzorganisation Planet Wild ans Herz legen, die mit ihren Projekten für den Erhalt von Ökosystemen einsteht. Ich bin da selbst großer Fan von und deswegen verschenke ich auch wieder den ersten Monatsbeitrag für die ersten 200 Leute, die sich über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Und mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Also, wieso existieren wir überhaupt? Wieso gibt es keine Antimaterie mehr? Das ist etwas, was Forscherinnen und Forscher schon seit Jahrzehnten herausfinden wollen. Der populärste Erklärungsversuch ist, dass beim Urknall doch ein kleines bisschen mehr Materie als Antimaterie entstanden sein muss. Auf 1 Milliarde Antiteilchen kamen 1 Milliarde und ein Teilchen. Und die ganze Materie, die wir jetzt beobachten, aus denen wir bestehen und aus denen alles um uns herum besteht, ist das, was nach der Annihilation übrig geblieben ist. Das könnte bedeuten, dass Materie und Antimaterie vielleicht doch nicht ganz genau Antiteilchen voneinander sind. Vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Unterschied, der dazu führt, dass ein bisschen mehr Materie entstanden ist als Antimaterie. Ob das so ist und was dieser Unterschied sein könnte, dazu gibt uns die Theorie leider keinen Hinweis. Für die Physikerinnen und Physiker heißt es deshalb nachmessen. Und weil man Antimaterie nicht einfach so in der Natur findet, muss man sie erst einmal herstellen. Das geht, aber nur mit extrem komplizierten und sehr teuren Maschinen und deswegen wird das nur an einem einzigen Ort auf der ganzen Welt gemacht. Am CERN. Das ist eine Kernforschungseinrichtung zwischen der Schweiz und Frankreich und ich habe sie besucht und mit einem der führenden Wissenschaftler dort gesprochen. Alle Experimente mit Antimaterie weltweit sind hier. Also alle. Es gibt nirgendwo sonst Antiprotonen und das heißt nirgendwo sonst Antiwasserstoff oder diese Art Experiment. Es ist nur hier 6 Experimente, die sich den Raum teilen, die Antiprotonen teilen und sonst natürlich in Konkurrenz miteinander stehen. Okay. Aber man geht dann trotzdem zusammen zur Cafeteria? Ab und zu. Und nicht immer. Und nicht mit allen. Okay. Die Antimaterie wird mit Hilfe des Protonen-Synchrotron, einem Teilchenbeschleuniger, hergestellt. Ein Teilchenbeschleuniger ist ein kreisrunder Tunnel, in dem Teilchen mittels Magneten in der Spur gehalten und in dieselbe Richtung beschleunigt werden. Am Ende hat man einen Teilchenstrahl, den man mit irgendwas kollidieren lassen kann. Und dann misst man, was bei der Kollision so passiert. So lernt man dann etwas über die entstehenden Elementarteilchen. Das Protonen-Synchrotron erzeugt einen Strahl aus Protonen, also positiv geladener Wasserstoffionen. Diesen Strahl schießt man dann auf eine Iridiumscheibe. Die Energie, die beim Einschlag frei wird, wandelt sich teilweise in verschiedene Arten von Teilchen-Antiteilchenpaaren um. Vor allem entstehen dabei leichte Teilchen wie Myonen und Elektronen. Aber in einer von 1 Million Kollisionen entsteht auch mal ein Proton-Antiproton-Paar. Um die Antiprotonen weiterzuverwenden, müssen sie jetzt erstmal verlangsamt werden. Das macht man mit 2 Antimaterie-Entschleunigern. Die funktionieren wie Teilchen-Beschleuniger, nur dass sie die Teilchen halt verlangsamen statt beschleunigen. Sie bringen die Antiprotonen von fast Lichtgeschwindigkeit auf 1/100 der Lichtgeschwindigkeit herunter. Etwa 10,8 Millionen Kilometer pro Stunde. Das ist für ein Proton tatsächlich ziemlich langsam. Jeder Protonenpuls erzeugt am Ende eine Wolke aus etwa 10 bis 40 Millionen Antiprotonen und das ist dann Antimaterie. Und falls ihr befürchtet, dass diese Antimaterie eine große Gefahr darstellt, weil sie ja beim Annihilieren super viel Energie freisetzen kann, dann kann euch Dr. Doser beruhigen. Wir haben 1 Milliardstel Gramm im Jahr zusammengesammelt und damit kann man gerade mal so eine kleine Teetasse zum Kochen bringen.
Okay, also keine Antimaterie-Bombe wie bei Illuminati. Die Antiprotonen können jetzt entweder gleich untersucht werden oder man wandelt sie noch in Anti-Wasserstoffatome um. Die haben dann den Vorteil, elektrisch neutral zu sein. Um ein Anti-Wasserstoffatom zu bekommen, fügt man zu einem negativ geladenen Antiproton ein positiv geladenes Antielektron, also ein Positron, hinzu. So wird die elektrische Ladung ausgeglichen. Der Prozess ist aber sehr ineffizient und man bekommt aus den 10 bis 40 Millionen Antiprotonen am Ende nur etwa 10 bis 40 Anti-Wasserstoffatome heraus. Trotzdem ziemlich cool. Okay, wir haben jetzt also Antiprotonen und Anti-Wasserstoffatome. Mit denen können die Forschenden am CERN jetzt experimentieren. Sie wollen herausfinden, ob sich die Antiteilchen doch irgendwie von normalen Teilchen unterscheiden. Das könnte dann erklären, warum wir heute hier sind und nicht kurz nach dem Urknall einfach wegannihiliert wurden. Also unsere Materie, weil wir sind ja Sternenstaub und so. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wie könnte sich so ein Antimaterieteilchen von einem Materieteilchen unterscheiden? Der Theorie nach sollten die Antiteilchen einfach die exakten Spiegelbilder normaler Teilchen sein. Dabei bleiben die Masse, die Lebensdauer und der Spin gleich. Gespiegelt sind die Ladungen der Teilchen. Ladungen beschreiben die Wechselwirkungen mit drei der vier Grundkräfte. Also, während ein Elektron bekannterweise elektrisch negativ geladen ist, ist ein Antielektron, auch Positron genannt, elektrisch positiv geladen. Und ein Proton ist elektrisch positiv geladen, während ein Antiproton elektrisch negativ geladen ist. Das Antiteilchen zu einem elektrisch neutralen Teilchen, wie dem Neutron, ist auch elektrisch neutral. Und die Ladung bestimmt, wie die Teilchen mit der elektromagnetischen Kraft interagieren. In einem elektrischen Feld wandern positive Teilchen zum Minuspol und negative zum Pluspol. Und neutrale werden einfach gar nicht beeinflusst. Zusätzlich zur elektromagnetischen Kraft gibt es noch die starke und die schwache Wechselwirkung. Diese Kräfte bestimmen, was in einem Atom passiert. Sie verhindern zum Beispiel, dass Elektronen in Atomkerne stürzen oder dass Atomkerne einfach auseinanderfliegen. Auch bei diesen Kräften spricht man jeweils von positiven, negativen und neutralen Ladungen. Und genau wie beim Elektromagnetismus stoßen sich gleiche Ladungen ab, ungleiche Ladungen ziehen sich an und neutrale Teilchen haben gar keine Wechselwirkung. Auch die Gravitation zählt zu den vier Grundkräften. Aber so etwas wie eine massige Ladung gibt es laut der Theorie nicht. Masse wirkt immer anziehend. Es gibt keine negative Masse, was ein bisschen schade ist, weil das würde uns ja tatsächlich bei Wurmlöchern und beim Teleportieren helfen. Weil Antimaterieteilchen und normale Materieteilchen Spiegelbilder voneinander sind, also in einigen Eigenschaften genau gleich sind und in anderen Eigenschaften das genaue Gegenteil, spricht man auch von Symmetrie. Und diese Symmetrie wollen die Forscherinnen und Forscher jetzt ausmessen. Denn wenn die Symmetrie nicht perfekt ist, dann könnte das die Antwort auf die Frage sein, wieso es heute noch normale Materie im Universum gibt und keine Antimaterie. Im Projekt BASE wird von einzelnen Antiprotonen ein ganzes Jahr lang jede Minute die Masse, die Ladung und das magnetische Moment gemessen. Das vergleicht man mit Messungen an negativ geladenen Wasserstoffionen. Und es ist ziemlich cool, dass man Antimaterie so lange aufrechterhalten kann. 2022 veröffentlichte das Projekt ein allererstes Zwischenergebnis zum Verhältnis von Masse zu elektromagnetischer Ladung. Und sie fanden heraus, dass es keinen Unterschied gibt. In anderen Projekten misst man, welche Wellenlänge des Lichts Antiatome anregt. Vor einigen Jahren zeigte das Alpha-Team auf diese Weise das erste Mal den Übergang von Positronen in einen höheren Energiezustand. Das ist super krass, dass sie das geschafft haben, aber auch sie fanden leider keinen nennenswerten Unterschied zu normaler Materie. Dr. Michael Doser möchte in seinem Projekt Aegis messen, wie Antimaterie mit der Schwerkraft interagiert. Dazu wollen sie erst einmal einen langsamen Strahl von Anti-Wasserstoffatomen herstellen. Wie Kanonenkugeln aus einer Kanone geschossen, kommen dann die einzelnen Anti-Wasserstoffatome heraus, fliegen auf einer Parabelbahn, fallen über eine gewisse Distanz. Und wenn wir die Flugzeit kennen und die Distanz, die sie gefallen sind, haben wir die Gravitation gemessen. Allerdings ist die Konkurrenz vom Alpha-G-Projekt, das natürlich auch am CERN arbeitet, gerade einen kleinen Schritt voraus. Sie haben Anti-Wasserstoffatome aus einer Magnetfalle in einen vertikalen Zylinder entlassen und dann gemessen, ob sie eher oben oder unten gegen die Wand prallen und annihilieren. Letztes Jahr meldeten sie, Antimaterie fällt nach unten. Woohoo! Die vorhin beschriebene Theorie wurde also soweit wieder bestätigt. Antimaterie wird von Masse angezogen, so wie Materie auch.
Ob sie aber genauso stark angezogen wird, das ist wegen der relativ geringen Präzision der Messung noch nicht klar. Alles in allem haben die Forschungsteams am CERN mit ihren nie dagewesenen Messungen bisher keinen Unterschied zwischen Antimaterie und Materie gefunden. Die Voraussagen der Quantenphysik stehen also wie eine Eins. Noch. Denn einen Grund muss es ja dafür geben, dass wir existieren, dass hier überall Materie ist. Für die beteiligten Physikerinnen und Physiker heißt das, die Messungen müssen noch präziser werden. So hat AlphaG die Wirkung von Schwerkraft auf Antimaterie mit einer Genauigkeit von 30% gemessen. Michael Doser strebt eine Genauigkeit von 1% an. Die Experimente werden also laufend weiterentwickelt, verbessert und ausgebaut. Die Forschenden am CERN fanden auch heraus, dass man viele weitere Antimaterieteilchen herstellen kann. Zum Beispiel antiprotonisches Helium, bei dem in einem konventionellen Heliumatom ein Elektron gegen ein Antiproton ausgetauscht wurde. Oder Protonium, ein Atom, das aus einem Antiproton und einem Proton besteht, die umeinander kreisen, ohne sich zu annihilieren. Bei einem Positronium kreisen ein Elektron und ein Positron umeinander. Protonium- und Positronium-Atome kann Dr. Michael Doser auch mit seiner Apparatur messen. Wir können jetzt ein bisschen geschickter vorgehen als ursprünglich gedacht, indem wir verschiedene Systeme miteinander vergleichen. Einerseits wird man dadurch die Systematik los, andererseits ist man dann empfindlich auf Kräfte, die wir nicht kennen, die hypothetisch sind. Man sucht am CERN also nicht nur nach dem mysteriösen Symmetriebruch der Antimaterie, sondern zum Beispiel auch nach bisher unbekannten physikalischen Kräften oder nach Kandidaten für die dunkle Materie. Auch die ist ein heißes Thema beim CERN, aber ich glaube, darüber sprechen wir ein andermal. Mein Besuch am CERN war total faszinierend, ich fand es mega spannend. Ich konnte mit interessanten Menschen über die großen Mysterien der Physik und die Arbeit am CERN sprechen. Man darf da sicher auf viele aufregende Entdeckungen gespannt sein, also abonniert gerne unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Übrigens, wir haben mit Michael Doser viel länger gesprochen, als wir jetzt hier gerade reinschneiden konnten. Das ganze Interview ist über eine halbe Stunde lang und super spannend. Wir haben das ganze Interview auf patreon.com/drwatson veröffentlicht, für alle, die uns da unterstützen. Vielen Dank dafür und ansonsten hat Michael Doser noch sehr spannende Ideen und sucht nach jüngeren Kollegen, die diese Ideen am CERN ausprobieren wollen. Also, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gern bei ihm. Und bevor ihr jetzt alle beim CERN anruft, habe ich noch etwas für euch. Auch wenn wir noch nicht wissen, warum wir existieren, wissen wir ziemlich genau, was passieren muss, damit wir noch ein bisschen länger existieren. Ein Team aus Berlin weiß ganz genau, wovon ich spreche und arbeitet daran, dass uns mehr Zeit zur Lösung physikalischer Mysterien bleibt. Die Rede ist natürlich von Planet Wild. Das ist eine Naturschutzorganisation, die jeden Monat ein großes Projekt durchführt, um unseren Planeten zu bewahren und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Diese Projekte sind aber auf die monatlichen Beiträge einer Community angewiesen, die die Erhaltung unserer Ökosysteme unterstützen möchte. Wenn ihr also schon länger den Wunsch hattet, etwas für die Erhaltung der Natur zu tun, dann ist die Unterstützung einer Organisation wie Planet Wild schon ein sehr guter Anfang. Außerdem produzieren die sehr coole und interessante YouTube-Videos, was ich echt toll finde. Da sieht man einfach direkt, was die Community gemeinsam bewirkt und dass die Gelder tatsächlich ankommen. Wenn ihr also auch ein Teil dieser Community werden wollt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, denn wie am Anfang des Videos gesagt, bekommen die ersten 200 Personen, die sich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, ihren ersten Monat bei Planet Wild von mir geschenkt. Und wenn ihr noch nicht restlos überzeugt seid, dann findet ihr hier noch ein Video über Hunde, die bedrohte Schildkröten vor Wilderern beschützen. Viel Spaß beim Weiterschauen also und wie immer bleibt neugierig, euer Cedric.